Es ist halt einfach zum Kotzen. Diese dämliche Mikrofontechnik ist manchmal einfach, ich weiß nicht, dann drücken wir mal zu lange nie auf den Knopf oder so, oder geht einfach aus, Alter, wir mähen heute Gras. Ich meine, ich hoffe, meine Anmoderation wurde aufgenommen. Naja, wenn nicht, dann hört er mich erzählt. Also, wir sind am Grasmähen mit dem 411er. Wuhu! Ich habe hier schon die AB-Linie gemacht. Und, ja, ich kann jetzt nicht schneller als 10 km/h fahren, weil, ja, ich sag mal so, das Gras, das ist sehr kurz. Wir haben hier sehr viel Untergras. Und das lässt sich irgendwie sehr schwer mähen. Beziehungsweise, ich denke auch, dass die Klingen das Zeitliche gesegnet haben. Also da müssen, glaube ich, mal neue hin, weil ich habe ja Anfang der Saison habe ich ja keine neuen drauf gemacht, und weil die ja an sich eigentlich noch ziemlich gut waren. Aber jetzt mit der Zeit sind sie wohl doch verschlissen. Ja, hier steht es recht kurz und das ist irgendwie schwierig zu mähen, der kriegt das nicht richtig zu packen. Ja, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Klingen halt so stumpf sind. Deswegen müssen wir halt einfach dann schön ein bisschen langsamer fahren. Aber das macht nichts, dann kann ich nämlich gleich besser Drohne fliegen. Ja, mein Akku geht auch schon wieder zur Neige, aber ich habe ja heute auch schon eine ganze Menge gefilmt. Also wer das letzte Video gesehen hat, Zwischenfrucht sehen, das habe ich alles mit dieser Kamera mit einem Akku gefilmt. Naja, ja, ich will jetzt mal gerade schnell das Vorgewende fertig machen und dann gehe ich mit der Drohne in die Luft. Thank you.
Leute. Ich bin hier ganz sinnig und vorsichtig unterwegs. Schön mit RTK, das passt alles. Aber da hinten, also hier, wo es jetzt, hier auch nicht mehr, aber hier ist so eine Stelle, da steht es höher, da kannst du richtig gut mähen. Und hier ist dann wieder so kürzer und liegt auch irgendwie genau wieder hinten. Und das kriegst du richtig, richtig schlecht ab irgendwie, dieses kurze Gras. Und wenn das dann so liegt, also dann musst du wirklich ganz langsam fahren, dass du das vernünftig abgemäht bekommst. Und dazu jetzt halt die ganzen Maurushaufen, na super. Ja, aber das ist jetzt gerade so die Situation, mit der ich zu kämpfen habe. Hier, guck, hier ist es wieder länger, hier ist das alles gar kein Problem, hier geht das locker ab. Aber alles andere ist irgendwie doof. Tja. Ich dachte, ich kann dir das bisschen gerade rüberfliegen und abfiedeln. Aber nee, ist nicht. Das ist belastend. Tja, ich würde sagen, da hilft nur, ja guck, ich fahre nur 8 km/h, aber mehr als 6,5, 7 gehen nicht, weil sonst kriege ich das Mähwerk dann nicht durch. Das ist ganz merkwürdig. Naja, ich fahre mal weiter. Jo, ich sollte auch mal mit Vloggen weitermachen. Wir sind am Grasilien, ich bringe gerade noch den Mistcontainer weg. Und da vorne ist Lydia und macht gerade fleißig Story oder so. Ich habe hier die kleine Siloplatte fertig gemacht. Walzleifer steht hier und wartet. Und der Ladewagen macht ja auch schon seine Runden. Da fährt er, sammelt da hinten gerade das Stück vorher ein und dann gleich hier eben den Rest. Da wird nicht viel zusammenkommen, das werden irgendwie 2 Ladewagen oder so. Vielleicht auch nur 1,5, keine Ahnung, einer von dieser Fläche. Ah, wobei, ich glaube, das ist doch ein bisschen mehr als 1 Ladewagen, aber irgendwie so. Ja, und dann die andere, also irgendwie 2 Ladewagen sollen das wohl werden. Und ja, ich bringe gerade noch Mist weg und dann komme ich wieder. Ja, das erste Fuder liegt. Ja, der kriegt hier in der Wiese, glaube ich, doch noch ein ganzes zweites zusammen. Und fährt dann noch zu der anderen Wiese, also 2,5 Fuder werden das. Und die lagern wir hier. Oh, und dann haben wir hier den Fädenschnitt in einem externen Haufen. Und ja, wir brechen dann als nächstes ein paar Siloballen beim Füttern an. Die 5 Stück, die ich da neulich eingesammelt habe, oder 6 waren es, glaube ich, brauchen die auf. Und dann geht es an den großen Haufen. Und nächstes Jahr im Sommer, wenn wir den großen Haufen dann wieder zusammenfahren, füttern wir den kleinen hier wieder weg. So machen wir das jedes Jahr. Und ja. Der Rübenroder steht übrigens auf eBay Kleinanzeigen. Ich habe mich dazu entschlossen, den zu verkaufen, weil er mir ganz einfach zu viel Platz wegnimmt. Ich brauche den Platz hier, der Tiefladder und sowas, das muss jetzt alles draußen stehen. Oder der Tiefladder muss halt draußen stehen. Und ja. Oder der Roder, da müsste ich mich dann immer entscheiden. Am Roder ist dann wiederum mehr Technik, deswegen den lieber unter Dach. Aber der Tiefladder ist auch so schade, um den draußen stehen zu lassen. Und ja, wenn wir ehrlich sind, dass ich da jetzt irgendwie das große Roden selber übernehme, das habe ich überhaupt gar nicht die Zeit. Und das ist viel komfortabler, wenn das der große Roder macht. Der Roder funktioniert einwandfrei. Und ja, wer Interesse hat, kann eben auf Kleinanzeigen vorbeischauen.
Ja, Leute, das Häufchen ist zu. Ich habe das eben alleine zugedeckt, so ein kleines Häufchen, da kann man das jetzt mal eben machen. Und ja, jetzt ist vierter Schnitt fertig, das war die ganze Magie. Ich mache hier jetzt rein und mache Feierabend, habe mich um die Tiere und so schon alles gekümmert. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.